Ein schwaches WLAN-Signal in einigen Bereichen der Wohnung oder des Hauses, das ist schon ein echtes Ärgernis und kann einem den Spaß am Internet, am Gaming, am Videoschauen schon mächtig vermiesen. Aber dafür gibt es ja Lösungen. Bisher sahen die Lösungen immer so aus, dass man hier zum Beispiel so einen Repeater irgendwo in die Steckdose gesteckt hat, dazwischen geschaltet hat, der das Signal dann verstärkt. Aber naja, meine Erfahrungen damit waren jetzt hier nicht wirklich so berauschend. Das hat nicht so richtig toll funktioniert. Von daher dachte ich mir, probieren wir doch mal was anderes, erfolgsversprechenderes aus, und zwar ein Mesh-WLAN-System, und zwar hier von Nova, das bis 200 Quadratmeter abdeckt. Das sollte hier dicke ausreichen. Wir haben nämlich nicht einmal 100 Quadratmeter, und ich habe hier ein Zweierpack, das AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System MW3, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Kostet um die 70 Euro hier dieses Zweierpaket und verspricht eine richtig gute WLAN-Abdeckung im ganzen Haus, in der ganzen Wohnung, ja, bis zu 200 Quadratmeter. Und man kann hier nicht nur zwei Stück holen, wenn man eben noch einen größeren Bereich abdecken will, kann man bis zu 6 von diesen Stationen einrichten und hat dann bis maximal 600 Quadratmeter alles abgedeckt. Ja, ein großes Versprechen, und das soll auch hier richtig flott gehen. So schreibt es hier der Verkäufer auf jeden Fall mal auf der Seite. Wir sehen für WLAN bis in die letzte Ecke über Stockwerke hinaus. Das Tender Nova MW3, blitzschnelles Internet haben wir hier. Und das ist optimal geeignet für Internetleitungen mit bis zu 100 Mbit die Sekunde. Hier sehen wir noch ein paar technische Daten. Wir haben hier eine WLAN-Abdeckung bis zu 200 Quadratmeter, Geschwindigkeiten von 867 Mbit die Sekunde im 5 GHz Netz oder 300 Mbit die Sekunde im 2,4 GHz Netz. Wir haben 4 Ethernet-Anschlüsse, 2 pro Station. Das Ganze kann erweitert werden, und ja, wir sehen's. Wir sehen's, technische Daten sind ja aber nur eine Geschichte, deswegen packen wir das Ding jetzt mal aus, richten es ein und schauen mal, ob ich in den Ecken, wo ich eben keinen richtigen Empfang hatte, dann auch mal, ja, ordentliches Internet genießen kann. Also, los geht's. Und das Herstellerversprechen heißt ja hier quasi, ja, Plug and Play. Eine Station soll an den Router angeschlossen werden, die zweite im Abstand von maximal 10 Metern dann sonst wo aufgestellt werden, und dann soll es auch schon losgehen können. So, da haben wir die beiden Würfel. Dazu natürlich noch eins und ja, zweimal ein Netzteil. Und zum guten Schluss haben wir noch ein Ethernet-Kabel mit dabei. Und damit seht ihr es, die Packung ist schon leer. So, so ein kleines Würfelchen, ja, das ist sehr leicht. Also kein großes Gewicht drin, fühlt sich an wie ein kleiner, ganz normaler Plastikwürfel. Schauen wir mal rein. Und so sieht einer dieser Stationen aus. Hier vorne haben wir wohl, ja, sieht aus wie ein kleines LED-Lichtchen. An der Seite gar nichts. Hinten haben wir einmal hier die Reset-Taste, dann ein LAN-Anschluss, noch ein LAN-Anschluss und der Power-Anschluss. Einer dieser Anschlüsse dient natürlich zum Verbinden mit dem Router, und ja, hier kann man dann sonst noch was anschließen, wenn man möchte. Und drunter haben wir dann noch die Anschlüsse, dass man die Dinge auch irgendwo an die Wand noch hängen kann. Und wir haben hier noch einen QR-Code, den brauchen wir nachher für das Setup. Und mehr ist da nicht dran. Und hier oben drauf, hier haben wir Design. Schaut euch mal die Oberfläche an. Also hier sieht er noch ein bisschen interessant aus. Ja, dass das nicht überall so glatt ist. Ja, ganz nett. Dann haben wir hier unsere Netzsteckerchen. Schauen wir mal, was kommt denn da raus. Warning nur für den Indoor-Gebrauch. Und wir haben hier 9 Volt und 1 Ampere an Leistung. Und hier so ein proprietäres Steckerchen. Schön, dann haben wir noch eine Quick-Start-Anleitung. Ich habe mir die eben schon mal ganz kurz angeschaut und habe gelesen, dass man sich dort eine App runterladen soll. Die wird auch verlinkt, beziehungsweise, Moment, ich zeige euch das. Die muss man jetzt nicht händig suchen, sondern da ist ein QR-Code drin. Den scannt man einfach ab, kommt dann zum App Store, und dort gibt es dann hier diese Tender Wi-Fi App. Wenn ich die jetzt mal öffne, steht hier auch schon eine Anleitung drin. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk eines Tender-Gerätes. Also dafür muss ich hier erstmal Strom anschließen. Dann mache ich das mal.
Okay, die Station 1 ist jetzt mit dem Router verbunden per Kabel, per Ethernet-Kabel und hat Strom. Lesen wir, was wir tun sollen. Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk eines Tendergerätes, klicken Sie auf Einstellungen und danach auf WLAN. Und dann sollen wir das entsprechende Netz auswählen und müssen dann hier unten noch die WLAN-Kennung, die auf dem Aufkleberchen hier unten drunter steht, einmal eingeben. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir gehen in die Einstellungen rein, WLAN auswählen. Ja, da haben wir es doch. Hier Nova 3150. Das ist es. Und dann gebe ich jetzt noch schnell das Passwort ein, das hier unten drunter steht. Und verbinden. Das hat funktioniert. Die Verbindung ist hergestellt. Also gehen wir zurück in die App und werden begrüßt. Willkommen beim Nova, die beste WLAN-Komplettlösung. Gehen wir ins Setup rein. So, jetzt wird hier geschaut, welche Internetverbindung ich wohl habe. Ist die dynamische IP okay? Alles okay. Verbunden und ändere deinen WLAN-Namen und dein Passwort. Also jetzt muss ich hier einen eigenen WLAN-Namen eingeben und ein Passwort einstellen. Mache ich das mal. So, Name ist eingestellt, hoffnungsvoll MiApplecat 1A Internet und das Passwort auch. Dann gehe ich auf OK und hier unten steht dann, erstelle eine WLAN-Verbindung. Bitte warten wahrscheinlich hier. Und dann kommt die Meldung, erfolgreich, bitte verbinden Sie sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk und dann mit dem Namen und dem Passwort, das ich eben eingestellt habe. Also raus, dann einmal hier in die Einstellungen reingehen, dann müsste das WLAN, genau da unten steht es angezeigt werden, MiApplecat 1A Internet auswählen, Passwort eingeben und einmal verbinden. Jawohl, hat funktioniert, also nochmal zurück in die App und dann steht hier, wie kann ich weitere Novas zum Kit hinzufügen? Sie müssen die anderen Novas im Kit nicht manuell hinzufügen, also hier diese weiteren Stationen, das ist schon mal gut. Die Nova-Module werden automatisch verbunden, sobald die Module richtig positioniert und eingeschaltet wurden. Das ist doch mal eine feine Sache. Für eine gute Verbindungsqualität positionieren Sie die Nova in einem offenen Bereich in zwei Räumen, ca. 10 Meter voneinander entfernt. Positionieren Sie dort die Station und schalten Sie diese ein. Warten Sie, bis die LED, ja, da hat die Übersetzung mal wieder nicht so gut geleistet, also bis die LED angeht natürlich. Und dann steht die Farbe der LED hier für die Qualität der Verbindung. Grün ausgezeichnet, gelb mittelmäßige Verbindung. Dann soll man den Abstand verringern, rot nicht verbunden. Gut, das habe ich verstanden. Und jetzt soll ich mich hier noch anmelden, um die Router überall und jederzeit verwalten zu können. Na, ich mach's mal über Facebook. Und dann bekommen wir diese Übersicht. Wir bekommen hier irgendwie eine Geschwindigkeitsanzeige vom Up- und Downstream. Und dann haben wir hier unser Primärgerät, das ja hier schon eingerichtet wurde. Und das Sekundärgerät, das ist das hier. Das werde ich gleich noch positionieren. Und dann haben wir hier Einstellungen und Mein WLAN. Schauen wir mal, was wir dort machen können. Ja, da nichts. Also das hier ist schon diese MyWLAN-Übersicht und in den Einstellungen können wir dann hier auch noch ein bisschen was verändern. Das Passwort und den Namen. Wir können ein Gästenetzwerk einrichten, das ist schön. Kindersicherung hier, Internet-Einstellungen können wir noch ein bisschen was verändern, was hinzufügen. Roaming, Smart Assistant, Portweiterleitung. Ui, Firmware, Firmware-Update. Schauen wir doch mal nach neuester Firmware suchen, ob wir da schon irgendwas haben. Jetzt aktualisieren und tatsächlich, es gibt schon eine neue Firmware-Version. Das finde ich ja immer gut, wenn man hier sieht, dass die Hersteller hier dran arbeiten und weiterhin verbessern und nicht irgendwas auf den Markt werfen und sagen, so, das Ding ist raus, wir sind durch und wir schaffen dann schon mal am nächsten, um hier ordentlich Geld verdienen zu können. Nein, wenn da weiterhin verbessert wird, das mag ich immer, finde ich gut. So, hier läuft jetzt der Download und das Ganze wird aktualisiert. Natürlich jetzt nur für den einen, den ich da hinten angeschlossen habe. Das muss ich hier für diesen nachher auch noch tun, aber den werde ich erstmal positionieren und ein schönes Plätzchen finden. Und da war das gut zu sehen. Ich habe jetzt hier die zweite Box in einem anderen Raum positioniert, einfach nur den Strom angeschlossen. Der Rest ging von alleine, also noch einfacher geht es gar nicht. Und das bekomme ich jetzt hier auch angezeigt. Also mein Primärgerät, das ist hier das, das an den Router angeschlossen ist. Und dann hier mein Sekundärgerät.
Und da bekomme ich auch hier direkt die Anzeige ausgezeichnete Signalqualität. Das heißt, hier hat man einen guten Überblick und kann dann, falls das doch mal nicht der Fall sein sollte, dementsprechend hier nochmal die Position ändern. So, ich kann auch die LEDs hier nochmal ein- und ausschalten. Auch eine gute Sache, wenn man es zum Beispiel im Schlafzimmer stehen hat und so eine kleine LED im total dunklen Raum, die kann einem schon ein bisschen auf die Nerven gehen und doch deutlich hell machen. Gut, dass man die hier noch ausschalten kann. Das sind die Kleinigkeiten. Also, ich habe jetzt hier mein Netzwerk, habe noch keine Anzeige hier über die Geschwindigkeiten, aber dass alles gut verbunden ist und ich konnte mich hier auch einwandfrei in meinem 1A Internet anmelden. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal rüber und machen den Speedtest noch einmal, den ich hier ganz am Anfang schon mal gemacht habe und schauen mal, welche Werte dann dort rauskommen. Aber soweit bin ich hier vom Setup und von der Einfachheit der Einrichtung echt positiv überrascht und sehr überzeugt. Hoffen wir mal, die Werte stimmen jetzt noch. Also kommt mal mit. Und da haben wir die Speedtest-Ergebnisse. Am Anfang hatte ich 10,4 im Down, 2,55 im Up, was heute echt keine guten Werte sind. Aber ich hatte auch eine Latenz von 120 Millisekunden. Das ist verdammt viel. Und jetzt mit dem neuen WLAN haben wir Werte von, ich habe hier mal zweimal gemessen, 13 im Down, 2,56 Up, aber nur eine Latenz von hier unten 21 Millisekunden. Und das, Freunde, das macht hier den Unterschied, glaube ich auf jeden Fall. Und hier oben die Signalstärke, die angezeigt wird hinten beim allerersten Mal, wo habe ich euch das gezeigt, ist die immer so zwischen 2 und 1 hin und her geschwankt. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich hier nur ein kleines Spielchen spielen wollte, hat das oft nicht funktioniert. Ich habe immer hier bei diesem Online-Games dann die Mitteilung bekommen, schlechte Netzwerkverbindung und konnte hier nicht mal ein bisschen rumspielen. Und das hat mich extrem genervt, denn ich spiele auch hier so gern Command & Conquer. Und das wird jetzt hiermit hoffentlich besser werden. Ich werde euch dort auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gebt noch mal ein kleines Fazit jetzt, wenn wir das Netzwerk hier eine Weile getestet haben. Aber soweit bin ich echt schon mal sehr, sehr positiv davon überzeugt. 70 Euro ist der Preis. Der Link, der ist in der Videobeschreibung. Die Einrichtung, ihr habt es gesehen, die war kinderleicht. Die bekommt jeder hin. Und von daher, soweit, erstes Fazit. Eine sehr, sehr gute Lösung, um eben die WLAN-Qualität und die WLAN-Abdeckung in eurer Wohnung, in eurem Haus einfach zu verbessern. So, aber jetzt gibt es einen kleinen Cut und dann kommt das endgültige Fazit. Und da sind wir beim endgültigen Testfazit und ich muss echt sagen, Freunde, von mir gibt es einen, zwei, nein, sogar drei oder vier Daumen hoch, denn meine Zehen zeigen auch nach oben. Das hier ist ein echt gutes Setup, wirklich gutes Produkt, was tipptopp funktioniert. Da habe ich, also ich habe bisher nichts zum Aussetzen dran gefunden, außer, ja, eine Kleinigkeit gibt es natürlich doch immer noch, außer jetzt hier, ja, die App, diese hier, Tender Wi-Fi App. Die ist im Prinzip ganz gut, allerdings oft, wenn ich die öffne, dann zeigt er mir an, ich wäre nicht mit dem WLAN verbunden, obwohl ich da verbunden bin. Und dann muss man zweimal, dreimal, viermal manchmal sogar die App nochmal neu starten, bis man dann hier im Setting drin ist. Wenn man erstmal drin ist, dann funktioniert das auch echt gut. Und hier oben diese Anzeigen, ja, mit diesem Up- und Downstream. Ich starte jetzt hier mal gerade ein Video hier auf dem iPad und dann kann man gleich sehen, dass wir dort so eine Live-Anzeige bekommen. Dass hier, ja, eben was sich tut, dass hier runtergeladen wird. Also ich habe jetzt hier 7,5 im Down, 11 im Down und ganz bisschen im Upstream. Somit kann man jederzeit schön seinen aktuellen Traffic verfolgen. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Ansonsten ist die App immer noch gut. Es ist schön, dass man hier sehen kann, wie die Signalqualität ist. Soweit alles fein, man braucht die ja auch nicht wirklich oft. Wer hier mal reinspicken will, ja, wir wissen hier gerade die Netzauslastung, wenn es irgendwie doch mal langsamer wird, dann kann man hier reinschauen. Was aber auch wirklich richtig gut ist. Ich habe hier bisher auf meiner Fire TV Box im Wohnzimmer kein Netflix schauen können, weil wir so eine kleine Signalstärke nur hatten. Also die Signalstärke vom bisherigen WLAN, die war laut der Anzeige wirklich marginal und das hat einfach aus irgendeinem Grund für die Netflix-App nicht gereicht. Die ist nicht mehr gelaufen. Wir konnten zwar noch Prime Video schauen, auch mit Verzögerungen mitunter. Das war nicht wirklich perfekt. Aber Netflix ging gar nicht mehr. Jetzt habe ich hier mein neues Mi-Paket 1A Internet verbunden und siehe da, Netflix läuft wieder und das läuft wieder ganz problemlos. Signalstärke ist gut, wird mir angezeigt und Louis kann jetzt endlich wieder seine Lieblings-Netflix-Serien auch im Wohnzimmer schauen. Na, wenn das mal kein Erfolgserlebnis ist, Freunde. Also, wenn ihr auch Probleme habt mit schlechtem WLAN, dann
piept auf irgendwelche Repeater. Also damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Holt euch so ein Mesh-Wi-Fi-System. Das funktioniert. Das Setting ist kinderleicht. Ihr schließt das an den Router an mit Ethernet-Kabel. Dann positioniert ihr die zweite Station. Einfach nur einstöpseln, ein Passwort eingeben, Name vergeben. Bupp, fertig ist die Geschichte. Und das läuft. Das läuft wunderbar. Also ich bin echt überzeugt. Hatte keine Ausfälle. Konnte jedes Gerät wunderbar damit verbinden. Man kann es ausweiten bis auf 600 Quadratmeter. Wenn man dann 6 von diesen Stationswürfeln hier benutzt, tolle Sache. Also ich bin hin und weg, kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auch Probleme habt und habt in den letzten Ecken keinen guten Empfang, ärgert euch immer zu Hause oder sitzt sogar auf der Couch und macht dann lieber hier über LTE die ganzen Sachen statt über euer WLAN. Das muss nicht sein. Für 70 Euro gibt es das Doppelpack hier. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein schlechtes Internet, ein schlechtes WLAN-Signal zu Hause habt. Uns hat es hier sehr geholfen. Also bin top davon überzeugt. Endlich wieder gutes WLAN hier im MeAppleCat-Land. Wunderbare Sache. Ich bin happy und ja, sag dann auch mal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht es gut!